Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Es wird mal wieder gekocht bei mir und zwar gibt es heute Hühnerfrikassee. Hühnerfrikassee kann man ja auf unterschiedliche Arten zubereiten, wie ja fast jedes Gericht. Ich zeige euch heute, wie ich das mache. Ich verzichte heute absichtlich auf den Wein in der Soße, weil ich nachher auch noch Kinder zu Gast habe und dann koche ich grundsätzlich nicht mit Alkohol. Jetzt aber mal zunächst zu den Zutaten. Als erstes brauche ich 4 Hähnchenkeulen. Viele verwenden auch Suppenhuhn und wer es ganz mager mag, der kann natürlich auch Hähnchenbrustfilet verwenden. Ich brauche eine Dose Erbsen. Dann habe ich hier frische Champignons, ein paar Lauchzwiebeln und für die Soße brauche ich Butter, Sahne ein Päckchen und etwas Mehl. An Gewürzen verwende ich Muskat, Salz und Pfeffer. Zum Auskochen der Hähnchen brauche ich einen Gemüsebrühwürfel und dann war es das schon. Die Hähnchen koche ich im Schnellkochtopf. Jetzt gebe ich da mal zunächst den Gemüsebrühwürfel rein. Der wird so ein bisschen zerkrümelt. Und dann kommen einfach die Hähnchen dazu. Jetzt den Deckel aufsetzen und verschließen. Der Deckel muss richtig verschlossen werden. Das ist beim Schnellkochtopf äußerst wichtig. Und jetzt stelle ich den mal erst auf groß und sobald ich gleich merke, dass der Dampf anfängt auszutreten und sich hier oben das Ventil gehoben hat, dann reduziere ich die Hitze und dann brauchen die Hähnchenkeulen eine gute halbe Stunde. Dafür stelle ich mir jetzt mal meinen Wecker. Witzig, ne? Die Hähnchenkeulen, die kommen jetzt mal aus dem Topf und dann werde ich die zunächst mal zerlegen. Die Haut hier, die verwendet man nicht, die nehme ich dann natürlich runter. Jetzt nehme ich zunächst mal vorsichtig das Fleisch hier runter. Hähnchenkeulen zu zerlegen ist natürlich ein bisschen schwieriger. Einfacher hat man da, wenn man einfach ein Hähnchenbrustfilet nimmt. Aber das Fleisch hat natürlich auch eine ganz andere Qualität, ist auch nicht so trocken und wir mögen das halt gerne. Ich gebe mich jetzt mal hier an Zerlegen. Die Hähnchenkeulen sind jetzt mittlerweile zerkleinert und jetzt brate ich mal zunächst die Pilze an. Bisschen Butter in die Pfanne. Und jetzt kommen dann die Pilze dazu. Dazu gebe ich jetzt noch einen Schuss Olivenöl, aber ich mag halt auch immer gerne den butterigen Geschmack. Ich bin so ein bisschen der Butterfan. Jetzt werden die Pilze gewürzt mit Salz und Pfeffer. In der Zwischenzeit, wo die Pilze braten, bereite ich mir dann jetzt schon mal die Soße vor für das Frikassee. Und zwar mache ich dafür eine Bechamelsoße. Dafür gibt es auch von mir noch ein separates Video. Das verlinke ich euch mal da oben. Aber jetzt gebe ich mich mal hier ans Vorbereiten meiner Soße. Zunächst gebe ich die Butter in die Pfanne. Die muss natürlich jetzt mal erst schmilzen. Unter die geschmolzene Butter gebe ich dann jetzt das Mehl. Und jetzt muss natürlich fleißig gerührt werden, damit nichts anbrennt. Dazu kommt jetzt mal als erstes meine Sahne. Und von meiner Brühe gebe ich auch dazu, in der ich die Hähnchen ausgekocht habe. Da ist nämlich das Aroma der Hähnchen drin und natürlich auch mein Gemüsebrühwürfel. Und dann kriegt das Ganze so einen richtig leckeren Geschmack. Unter die Champignons gebe ich jetzt noch die Frühlingszwiebeln, damit die so ein klein wenig mit andünsten.
Wichtig ist jetzt bei einer Bechamelsoße halt immer, da muss kräftig gerührt werden, weil das Mehl, das liegt natürlich auch eine ganze Weile lang an, bis das man dann genügend Flüssigkeit hat. Die Pfanne mit den Pilzen und den Lauchzwiebeln, die habe ich jetzt schon von der Platte runtergeschoben. Und die Bechamelsoße, die hat hier eine wunderbare Konsistenz. Und jetzt wird das Ganze mal erst gewürzt. Und zwar brauche ich dafür Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Wie immer muss natürlich auch abgeschmeckt werden. Probiere jetzt mal das Süßchen. Klein wenig Salz kann die ruhig noch vertragen. Und damit ist die Soße schon mal fertig. Dazu gebe ich jetzt das Hähnchenfleisch. Die Erbsen kommen noch rein. Und natürlich auch die Champignons mit den Lauchzwiebeln. Jetzt lasse ich das Ganze noch für ungefähr 10 Minuten auf dem Herd, auf kleiner Stufe, damit alles nochmal richtig nachgart. Das Fleisch war ja schon gar und dann ist das Fleisch schon fertig, dann können wir anrichten. Dazu gibt es bei mir heute Reis und den mache ich natürlich in meinem Dampfgarer. Wie das geht, verlinke ich euch auch da oben in der Infobox und wer daran Interesse hat, kann sich das dann gerne mal anschauen. Der Reis ist mittlerweile auch fertig aus dem Dampfgarer und jetzt möchte ich das Ganze mal anrichten. Fertig ist jetzt das Hühnerfrikassee mit Reis. Man kann auch hier sehen, wie schön locker der Reis ist im Dampfgarer. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Einen ganz, ganz lieben Gruß hier aus meiner Küche. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Wer mich noch nicht kennt, vielleicht auch ein Abo. Bis bald, einen lieben Gruß. Tschüss, danke fürs Zuschauen.